wir sind hier bei der Vorführung von der Firma Werner, Forst- und Industrietechnik Scharf aus Trier. Mein Name ist Michael Schmidt. Ich arbeite seit ca. 28 Jahren im Unternehmen als Konstrukteur und meine Spezialaufgabe ist halt die Forsttechnik. Den Vario, da kam ich sag mal Mitte der 2000er Jahre, also 2005, 2006. Der WF-Track 1700, da war schon sehr erfolgreich im Markt. Aber es hat irgendwie noch ein Bindeglied gefehlt für die bäuerliche Landwirtschaft, vielleicht auch für die Gewässerwirtschaft, um zu sagen, der Vollprofi, der braucht noch einen Bruder, dass man auch diese semiprofessionellen Einsätze oder diesen gemischten Einsatz, wo es halt nicht nur ums Holzrücken geht, wo es um die Gewässerpflege, um die Landschaftspflege geht, den noch ein bisschen abzurunden. Und dann ist relativ schnell mit einem Partner das Augenmerk auf den Fendt gefallen. Das Fendt-Chassis hat den Vorteil, dass es ein Premium-Produkt ist, wirklich 1A Komponenten verbaut sind, stabile Achsen, einen tollen Motor, der super spritzig ist. Wir haben ein Stufenlosgetriebe, das ist eigentlich für mich ein absolutes Muss. Also für den Forst kann man mit eigentlich nichts anderem mehr fahren. Es muss ein stufenlos leistungsverzweigtes Getriebe sein, jedenfalls für unsere Philosophie. Und da bleiben nicht mehr so viele Fahrzeuge übrig. Und wenn man dann noch sieht, dass es dann hier vorne einen Halbrahmen gibt, der natürlich Vertrauen weckt, wenn man hier die Fahrzeugkonstellation sieht mit den hohen Kräften, war relativ schnell klar, das ist unser Fahrzeug. Also damals haben wir sicher fast ein Jahr entwickelt und die zentralen Themen ist ja, wenn man heute so ein Fahrzeug sieht, dann geht man ja immer davon aus, dass von Anfang an klar war, dass es genau so aussehen muss. Aber man hat sich damals Gedanken gemacht, wie muss der Kran zur Kabine sitzen, kann man das irgendwie gemeinsam auf eine gemeinsame Plattform setzen, wie schafft man es möglichst weit, die Kräfte vom Kran ins Fahrzeug nach vorne zu bekommen, ohne dass man irgendwie den Getriebeblock oder die Hinterachsen einem besonderen Risiko aussetzt. Okay, hier sind wir jetzt an Ort und Stelle, wo es Geld verdient wird, sprich wo die Produktivität stattfindet. Wo entscheidet sich, ob eine Maschine wirtschaftlich oder nicht wirtschaftlich ist. Und hier haben wir ganz klar einmal die Seilwinde. Die Seilwinde sitzt in der Front, das heißt eine optimale Gewichtsbalancierung, dass das Fahrzeug nach vorne nicht aufsteigt, aber auch hinten eine Tonne weniger Gewicht, die mir auf die Hinterachse drückt und damit den Bodendruck zusätzlich erhöhen würde. Das heißt, die Maschine bleibt, wo andere vielleicht tiefe Spuren machen, bleibt unsere Maschine oben, macht keine Bodenschäden oder weniger Bodenschäden und damit können wir dann fahren, wenn der andere vielleicht schon stehen lassen muss, weil es einfach zu nass ist. Dann haben wir statt einer überdimensional großen Klemmbank, haben wir hier ganz einfach drehbare Stammablagen. Das heißt, hier kann man ohne großen Aufwand, ohne Mehrgewicht, ohne zusätzliche Anbaugeräte einfach zwei Stämme nochmal mitnehmen und hat ein Mehr an Leistungsfähigkeit, ohne die Maschine nochmal mit Ausstattungsmerkmalen zu belasten. Und natürlich ganz klar, das zentrale Element ist der Rückgekran. Hier ein M80R80, sprich 8 Meter Tonnen Hubmoment, also die Kraft, und 8 Meter Reichweite, dass man auch nicht überall in die Bestände reinfahren muss, sondern alles aus der Rückegasse bearbeiten kann. Das sind natürlich ganz entscheidende Merkmale, um auch mit dem Förster ein gutes Einvernehmen zu haben. Wir haben hier jetzt eine Maschine, die roundabout 12, 12,5 Tonnen wiegt, ist damit für das, was sie kann, sehr leicht.
trotzdem super standfest durch die breiten Reifen. Wir stehen relativ breit, haben natürlich ein gutes Abstützbild. Wir haben einen super Motor hier mit 6 Zylindern und können die Fendt aufbauen von 140 bis 240 PS, wie der Kunde das haben will. Haben das stufenlose Getriebe, können 50 km/h fahren mit abgesenkter Drehzahl, haben damit enorm gute Kraftstoffverbräuche, die wir realisieren können. Dann haben wir hier die Seilwinde, 2x8 Tonnen Zugkraft im Minimum, 2x10 Tonnen geht auch, je nachdem wie dick der Kunde gerne das Seil hätte, was es zieht. Es gibt das auch mit Seilauswurf, da tut man sich speziell an Hanglagen deutlich leichter. Hier haben wir natürlich einen Systemschlepper. Die Drehkabine ermöglicht ja ganz viele Einsätze und im saisonalen Vergleich hat man ja vielleicht auch mal Sachen, wo es im Forst nicht so viel zu tun gibt. Der Kraftheber ist voll funktionsfähig, das heißt, das hier baut man einfach ab, hier mit Steckbolzen und hat einen volksfunktionsfähigen Kraftheber. Vorne die Seilwinde ist auch im Dreipunkt, kann man auch abbauen. So hat man binnen weniger Minuten aus unserem Systemschlepper wieder einen landwirtschaftlichen Schlepper gemacht oder einen Einsatz für den Winterdienst können wir generieren, so dass der Kunde, auch wenn er das heute vielleicht noch nicht weiß, wenn er sich die Maschine kauft, immer auf die Zukunft einsatzsicher ist, weil die Maschine hat er, den Einsatz kann er noch anpassen. Ja, jetzt sind wir hier in der guten Stube. Man sieht, man hat alles an seinem Platz und der Fendt-Fahrer merkt, er ist wie zu Hause. Ne? Also wir haben das original Fendt-Lenkrad, wir haben unser Display, das große Display geht auch, kein Problem. Steuergeräte, Kraftheber, alles da, was man normal braucht für den Fendt in der Landwirtschaft zu betreiben. Wir lassen nichts weg und ohne, dass man irgendwo Platzeinschränkungen hat, hat man dann hier seine Kransteuerung. Hat hier oben dann noch die Bedienelemente für Kran und Winde zuzuschalten und habe dann so mit der Drehkabine einen idealen Arbeitsplatz, sehr übersichtlich und drehe einfach die Kabine nach vorne, fahre 50 km/h auf der Straße oder bin hier in meinem Arbeitseinsatz und kann meinen Kran optimal einsehen und bedienen. Bei der Erstentwicklung war es ja für uns alles noch neu, die Kabine mit Fendt-Komponenten auszustatten. Das dann auch wieder, heute sieht das so alles aus, als ob es so sein müsste. Aber das war ja erstmal ein Schritt zu sagen, wir bauen den Vario so, dass alle Fendt-Komponenten mitkommen. Und wir nehmen alles das, was der Fendt-Fahrer gewohnt ist, mit in unseren Vario in die Drehkabine. Und da haben wir mit der Fachhochschule in Trier zusammengearbeitet und die haben dann ein Ergonomie-Konzept entwickelt, wo die Reichweiten sein müssen, wo sind Bauräume, die man einhalten muss. Es gibt ja auch relativ viele Normen hinsichtlich der Position von Pedalen, Lenkrad, Freiheitsgrade. Und das haben wir dann alles gemeinsam mit den Jungs entwickelt und sind dann relativ schnell zu einem sehr, sehr gut ergonomisch und nutzbaren Ergebnis gekommen. Eigentlich so, als ob es schon immer so war. Warum braucht es eine Drehkabine? Unsere Philosophie ist einfach, ich habe eine gewisse Masse, die ich an Holz befördern kann. Das ist ja im entferntesten Sinn einfach nur Transport. Wenn ich an der nutzbaren Kapazität aufgrund von Bodenschonung und dergleichen nichts erhöhen kann, dann muss ich einfach nur schneller werden, ohne den Fahrer aber unter Druck zu setzen. Das soll aus sich herauskommen. Also das Arbeiten soll so einfach von der Hand gehen und so leichtgängig sein, dass ich eine enorm hohe Festmeterleistung pro Stunde habe, ohne dass ich es wirklich merke, dass ich mich jetzt anstrengen musste dafür. Und da ist natürlich eine Drehkabine mit einer tollen Rundumsicht, mit einer Ergonomie. Es ist ja nicht Stand der Technik, dass jeder sein Lenkrad zu jeder Zeit in der Hand hat. Wir fahren auf dem Forstweg vorwärts oder rückwärts, weil wenn es uns mit der Joystick-Lenkung zu schnell wird, greifen wir ins Lenkrad und können ganz kontrolliert, sicher auf dem Forstweg höhere Geschwindigkeiten fahren. Das sind natürlich Alleinstellungsmerkmale, die man am Ende des Tages abends in Festmeter am Wegesrand sieht. Was mir am meisten Spaß macht bei dem Fahrzeug, ist diese extreme Wendigkeit und diese Quirligkeit im Forst. Man meint, man sitzt auf einem ganz kleinen Fahrzeug und hat alles im Griff, man hat alles im Überblick. Man spürt gar nicht, dass man unter Umständen auf einer 240 PS Maschine sitzt und
dass man da Platz bräuchte oder so. Man ist wirklich ultra kompakt und wendig unterwegs und das ist wirklich das ganz, ganz Tolle an diesem Fahrzeug hier.